oder nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich schaffe das nicht mehr in München. Ach wirklich? Ich wollte gehen, ja. Der mediale Druck, den war ich aus Dortmund nicht gewohnt. Da war es noch ein bisschen familiärer zu der Zeit. Und in München war der extrem. Er fing beim SC Bad Salzuflen an und beschloss beim AFC Sunderland. Hört sich das nach einer wirklichen Karriere als Profifußballer an? Ich sag mal so, die Wahrheit liegt so oft irgendwo in der Mitte und in diesem Fall vor allem auf dem Platz. Herzlich willkommen bei Haus jetzt raus. Schön, dass du da bist. Thomas Helmer. Moin. Moin, Sebastian. Grüß dich. Hey. Take a seat, nimm gerne Platz. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja. Ich habe schon erzählt im Vorhinein, wir haben heute einen Zusatzmitarbeiter hier im Studio, der heißt Tore. Ich habe gedacht, wenn Thomas Helmer kommt, dann brauchen wir mindestens ein paar Tore. Schreibt man Tore nicht mit H? Ja, das ist ja egal. Es geht ja um die Geste. Schön, dass du am Start bist. Geht's dir gut? Ja, alles okay. Ja? Ich hoffe, euch auch. Ja, hervorragend. Also ich meine, vor allem, wenn so eine Legende wie du hier am Start ist, bist... Sag nicht Legende, dann fühle ich mich noch älter als ich schon bin. Ist das so? Ja, bei Legenden sagt man immer so, das ist dann schon ganz alles vorbei. Ne? Thomas, du kennst das Prinzip. Ich mache es mir verhältnismäßig einfach, lade mir jemanden ein, der bringt ein Thema mit, über das wir dann hier reden. Und jetzt frage ich mich natürlich, was du am Thema mitgebracht hast. Weil es in letzter Zeit öfter vorgekommen ist, sage ich mal ganz salopp, einfach mal die Presse halten, Journalismus und Social Media im Profifußball, aber vielleicht auch in anderen oder auf anderen Gebieten. Ja, und es ist tatsächlich erstmal natürlich herausragend, ist genau meine Art, mein Humor. Ist es, wenn du heute als Moderator in deiner Sendung sitzt beim Doppelpass und dann vergleichst, wie du früher als Profifußballer mit der Presse zusammengearbeitet hast, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht oder ist das heute eigentlich noch gleich, nur die Verbreitung ist eine schnellere und eine andere durch? Also die Verbreitung ist auf jeden Fall natürlich viel schneller, da müssen wir nicht drüber reden. Alle wollen natürlich als erstes die Schlagzeile haben, irgendeine Überschrift, irgendeine News, irgendeine Nachricht. Das ist bei Sport1 übrigens genauso. Wir haben ja auch eine Online-Redaktion, die immer sehr schnell sein müssen, was oft zu Fehlern führt, glaube ich auch. Nicht unbedingt gesund inhaltlicher ist. Natur, oder? Ja, auch inhaltlicher Natur, ne? Weil natürlich dann ohne genau nachgeforscht zu haben, die erstmal rausgehaut wird, bevor es ein anderer hat. Das haben wir auch schon öfter erlebt. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Da muss man einfach vorsichtig sein. Weil wir alle wissen, wenn irgendwo eine Überschrift, du weißt es auch, erstmal eine Überschrift steht, ne, vor allen Dingen in den Medien, die ja auch relativ viel Kraft haben, sage ich mal, dann ist man schon vorverurteilt, ohne dass es irgendwie erstmal Hintergründe dazu gibt oder Belege. Und dann gibt es ja auch noch das ganz gemeine Wort Clickbaiting. Oft, um über die Headline überhaupt ein paar Klicks zu generieren, steht dann einfach mal drüber Thomas Helmer, das große Aus, und unten drunter steht dann das Auswandern aus dem Ort. Ja, genau, sonst, genau sowas, wie du sagst. Ja. Die Überschrift macht natürlich total neugierig und du denkst, boah, was ist da passiert? Und dann liest du den Text. Und dann findest du das eigentlich, vielleicht nochmal das Wort aus wieder, aber sonst die Thematik überhaupt nicht. Aber wenn wir jetzt sagen, einfach mal die Presse halten, ist es so, dass die Presse eigentlich tatsächlich mal die Schnauze halten müsste, um, ich sage jetzt mal euch, die Fußballer auch sein zu lassen, entwickeln zu lassen und sich auch einfach mal gehen zu lassen? Oder ist einfach mal die Presse halten so gemeint, wenn ihr schon so viel schreibt, dann seid doch so nett und recherchiert richtig? Nee, das ist nicht nur ein Affront jetzt gegen die Presse, muss man ganz ehrlich sagen, weil das Verhältnis auch gerade im Profifußball zwischen den Medien, den Journalisten und den Spielern, den Vereinen hat sich auch komplett verändert. Da ist immer ein Pressesprecher dazwischen, bei jedem Profiverein. Verändert zu wann? Zu deiner Zeit? Ja, der verhindert alles. Also ich muss ja auch als Spieler mal ein Interview geben dürfen, ne? Ohne dass es gegengelesen wird. Und dann mache ich vielleicht einen Fehler oder sage eine Aussage oder tätige eine Aussage, die vielleicht nicht in Ordnung ist. Da muss ich dafür auch gerade stehen. Ich finde, das stärkt auch die Persönlichkeit jedes einzelnen Spielers. Aber es wird gar nicht mehr zugelassen. Es wird alles sofort gegengelesen, überprüft. Die Spieler und die Journalisten kommen ja auch gar nicht mehr so ins Gespräch wie zu unserer Zeit. Ne? Wir haben ein Vier-Augen-Gespräch gehabt. Wie ist das abgelaufen zu eurer Zeit? Also wir reden von was, 90er Jahre? Du bist 96 Europameister. Nein, du hast vollkommen recht. Ja. So, und du hast ja davor auch ein paar Jahre gespielt und danach auch noch. Ich habe Mitte der 80er angefangen bis Ende der 90er. Ja, das ist genau natürlich die Zeit, die ich erlebt habe. Ich kann da nur darüber sprechen. Aber es gab oft Diskussionen auch mit, ich weiß noch, als ich nach München kam, mit einem Bild-Zeitungsjournalisten, der hat immer jede Woche, egal ob wir gewonnen hatten, montags hat er geschrieben, der Helmer muss weg.
Wirklich? Da habe ich gesagt, was willst du denn von mir? Ne? Und dann hat er irgendwann nur so ganz, ja, du bist halt so ein komischer Typ oder du hast Abitur oder du, ne, ich glaube dir das alles nicht. So, was ist passiert? Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du hörst jetzt auf oder wir gehen jetzt erstmal ein Bier trinken zusammen. Und dann sind wir wirklich ein Bier trinken zusammengegangen, haben uns ausgesprochen und dann war gut. Aber wirklich jetzt? Ja, also, aber weißt du, face to face, nicht und, mehr. Und hat, ne? Also du warst damals ja tatsächlich der, ich glaube, der teuerste Transfer, ja, der Bundesliga-Geschichte zu dem damaligen Zeitpunkt, 7,5 Millionen D-Mark. Korrekt. Dann geht Thomas Helmer von der Sebener Straße, schnappt sich den Bild-Zeitungsreporter und dann geht ihr irgendwo ein Bier trinken. Und was ging ihm auf den Sack? Was mochte er nicht an dir? Das konnte er gar nicht begründen. Das war so ein Vorurteil. Weil natürlich aufgrund der Ablösesumme, die du gerade beschrieben, ja, hast, dann vermuten sie natürlich auch, wenn du für so eine Ablösesumme kommst, dann verdienst du natürlich auch dementsprechend, mhm, und so weiter und so weiter. Also der hat sich das alles so ein bisschen zusammengereimt. Ja? War das auch so gewohnt, glaube ich. Und dann habe ich ihn da mal rausgeholt. Ich kann den Namen auch sagen, Otto Greitner. Danach hatten wir ein super Verhältnis. Ich wollte gerade fragen, wie ist euer Verhältnis heute? Oder wie ist Das ist danach dann total in Ordnung gewesen. Also sehr fair. Er hat dann auch immer nachgefragt. Nicht einfach was geschrieben, sondern hat sich auch bei mir gemeldet. Wir haben miteinander gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, du, da habe ich auch einen Fehler gemacht und so weiter. Also das war sehr offen. Ich glaube, das hilft natürlich sowieso Kommunikation untereinander. Wir wissen das heute doch auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich schreibe manchmal auch Mails oder SMS-Nachrichten. Die gucke ich mir am nächsten Tag an und denke, was hast du denn da geschrieben? Ja, da hast du emotional reagiert. Und der andere natürlich, bei dem anderen kommt das dann so an. Ja. Aber macht denn sowas, also hat das was mit dir gemacht, wenn du wusstest, scheiße, die berichten wieder schlecht über mich? Also bist du jemand, an den das dann auch rangeht und eventuell auch an der Leistung was verändert? Oder bist du jemand, der sagt, nö, das ist mir doch egal? Nee, so einfach war das bei mir nicht, das muss man sagen. Also ich habe da echt mich damit beschäftigt. Mein erstes halbes Jahr in München nach der Ablösesumme, die du gerade beschrieben hast, von 7,5 Millionen und teuerster Einkauf und dann noch Abwehrspieler. Obwohl wir waren Tabellenerster, es war alles in Ordnung. Mhm. Ich habe verschiedene Positionen gespielt, aber ich habe gedacht, ich schaffe das halbe Jahr jetzt. Oder nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich schaffe das nicht mehr in München. Ach wirklich? Ich wollte gehen, ja. Der mediale Druck, den war ich aus Dortmund nicht gewohnt. Da war es noch ein bisschen familiärer zu der Zeit. Und in München war der extrem. Wie kann ich mir das denn als bekennender Fußballfan vorstellen? Ja. 96 war Europameisterschaft in England. Ja. Ne? Europameister geworden. Das war, glaube ich, das Bierhoff-Tor. Richtig, Goal. Wie ist denn, also hast du in deiner Profikarriere öfters mit Reportern zusammengesessen und gibt es da sowas wie Gentleman Agreements? Wir füttern euch ein bisschen mit der Information und dafür kommt ein bisschen weniger davon? Oder wie stelle ich mir das denn vor? Naja, Informationen füttern würde ich es nicht nennen. Ne? Aber natürlich gab es immer mal Gespräche und der eine Spieler konnte besser mit dem einen Journalisten und so weiter und so fort. Aber alte Regel, wir haben ein Champions-League-Spiel gehabt in Kaiserslautern, da sind wir weitergekommen, damals Viertelfinale mit Ottmar Hitzfeld. Und wir haben die Journalisten einfach mit an die Bar genommen. Oder wenn wir irgendwo hingegangen sind, haben wir sie mitgenommen, eingeladen. Weil dann wussten wir, dann schreiben sie nichts über uns. Ah, wirklich? Ja, das war so. Und da kann man sich das auch verlassen. War so ein Agreement, was du gerade angesprochen hast. Ah, okay. Ja, das war dann so ein Abkommen, so ein stillschweigendes Abkommen einfach. Und wie läuft das bei so Endrundenturnieren? Also man kriegt das auch immer mit. Ihr habt dann ein Hotel oder wo ihr euch die ganzen 4 oder 6 Wochen aufhaltet. Klar. Dann gibt es immer wieder Fernsehinterviews für die Fernsehanstalten. Geht die Presse da ein und aus oder warten die auf dich, wenn du in einem besonders interessanten Moment vom Platz kommst und sie wissen, jetzt ist der Helmer emotional gerade angeschlagen, jetzt kriege ich einen guten O-Ton von dem? Oder wird man darauf geschult vom Verband? Nee, wird man eigentlich nicht. Ne? Also das ist natürlich die große Gefahr. Und du hast natürlich, das Schwierigste ist immer, du darfst eigentlich nach dem Spiel sofort nichts sagen. Oder in der Halbzeit. Ja. Ne? Ja, genau. Erstmal, die Fragen von uns Journalisten sind auch richtig blöde, muss man sagen. Ne? Ja, warum hast du den Elfmeter nicht reingeschossen? Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich es anders gemacht. So, weißt du, solche Fragen finde ich dann auch immer für beide Seiten unglücklich. Und dann würde ich nie, oder habe ich dann gelernt, das darf man nicht machen, emotional. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich, oder war es früher eher so, dass die Journalisten auch im Hotel bei uns waren, ganz klar. Oder auch in Ruhe mit dir sprechen konnten, Einzelgespräche führen konnten. Ich glaube, heute ist das fast gar nicht mehr möglich. Ne? Aber aus welchem Grund? Also damit
Gibt es da eine Sache, wo du sagst, das ist auch logisch, dass es heute nicht mehr so ist, weil die haben viel zu viel Verpflichtungen durch die Sponsorentermine oder die sind viel zu jung und viel zu naiv. Durch Social Media sind sie eh viel zu aktiv. Das lenkt ab vom großen Ganzen. Also bei den Sponsorenterminen würde ich dir insofern widersprechen, weil das hatten wir auch bei der Nationalmannschaft. Wir haben aber davon auch monetär einfach profitiert. Ne? Mhm. Weil es gab einen Riesenpool, wo die Sponsoren einbezahlt haben und davon hat die Mannschaft und die Trainer auch immer schon garantierten Betrag bekommen, ohne dass es hieß, du musst ins Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, also nicht leistungsbezogen. Deswegen glaube ich, das kann es nicht sein, dass man sagt, die haben zu viele Sponsorenverpflichtungen. Wie ist denn das, wenn du jetzt heute auf der anderen Seite stehst? Also du bist jetzt quasi derjenige, der die nervigen Fragen stellt, der auf den Moment wartet, eine Information rauszubekommen. Gehst du da besonders sensibel mit um, weil du weißt, wie sich das anfühlt, weil du vor ein paar Jahren noch auf der Seite stehst? Oder kennst du eigentlich jetzt fast die ganzen Tricks, um die interessanten Sachen rauszuholen? Nein, das würde ich mir nicht anmaßen, dass ich da Tricks kenne. Ich bewundere einige Kollegen immer wirklich auch nach ganz schwierigen Spielen. Ich nehme jetzt mal ein Spiel wieder, die Bayern haben verloren und so weiter. Ne? Dann interview mal die Jungs. Das ist keine leichte Aufgabe, aber da gibt es ein paar Journalisten, Kollegen, die echt richtig gut sind. Das könnte ich gar nicht so gut. Die sind auf den Punkt, fragen auch richtig gut nach. Ne? Mhm. Man hat eher das Gefühl, ja okay, ich verstehe, was du meinst. Dann muss man aufpassen, dass man nicht nachlässt, weißt du, als ehemaliger Spieler. Also ist eher eine Gefahr dann für mich. Also würdest du sagen, gibt es sowas wie, also könntest du so richtig aus dem Nähkasten heute noch Dinge ausplaudern, die wirklich mehr als nur eine Schlagzeile wert wären, die richtig Gewicht haben, wo man einfach weiß, das Geheimnis ist wirklich gut für sich behalten worden? Wahrscheinlich würde mir irgendwas einfallen, hast du vollkommen recht, aber was mich so ein bisschen immer jetzt nicht beeindruckt, wie soll ich dir sagen, wo ich mir immer Gedanken mache, auch mittlerweile. Ich weiß eigentlich heute so viel teilweise, oder ich bekomme diese Informationen, ohne dass ich nach ihnen gefragt habe, von Vereinen, über Situationen in Vereinen, über Spieler und so weiter und so fort, dass mich das manchmal sogar nicht überfrachtet, aber erschreckt, weißt du? Weil es sensible Informationen sind? Ja, weil es, genau, finde ich auch. Also die sollten eigentlich da bleiben, ne, wo sie ursprünglich waren. Und das erschreckt mich so ein bisschen, dass sogar ich die bekomme, obwohl ich teilweise auch gar nicht nachgefragt habe, sondern weil eben dieses Bedürfnis vieler Menschen auch leider im Profifußball scheinbar so ist, dass sie dieses mitteilen müssen, ne? Wem auch immer. Ich meine, ich behaupte immer, ich verwende nicht alle Informationen. Trotzdem, das zu wissen, denkst du auch immer so, boah, wenn ja, das so aber das ist, meine ich. Das ist schon dann auch so ein schmaler Grat für mich, ne? Und schwierig einfach. Vor allem, es ist ja wahrscheinlich auch eine Typenfrage. Also du bist dann offensichtlich empathisch genug, um zu entscheiden, das kann ich nicht rausgeben, weil es sich einfach nicht gehört. Aber gibt es denn auch im Verein Spieler, glaubst du, dass es Spieler gibt, die Nachrichten droppen, um, was weiß ich, Situation zu erzwingen oder jemanden zu diskreditieren, um vielleicht die Position dann zu bekommen? Ich möchte das den Spielern gar nicht unterstellen. Das kann sein, das weiß ich aber nicht. Ich glaube, dass heutzutage, ohne den Beratern was Böses zu wollen, aber dass die eine riesengroße Rolle spielen. Und der Einfluss der Berater, manchmal ist es auch die Familie, der ist wahnsinnig groß. Und ich glaube, dass die eher dafür sorgen, dass dann solche Informationen rauskommen. Also ich weiß, ich habe jetzt wieder gerade ein Beispiel gehört, letzte Woche. Da ging es um einen Spieler, der im Moment nicht so oft zum Einsatz kommt, bei einem relativ guten englischen Verein. Und dann wird er auf einmal mit anderen Vereinen natürlich in Verbindung gebracht. Klar. Also es wird einfach gestreut. Und ich weiß aus erster Hand dann wirklich, das ist dann auch von der Beraterseite, weil der wieder einen Journalisten gut kennt und so weiter und so fort. Also das sind nicht immer die Spieler. Ich will die Spieler da mal ein bisschen in Schutz nehmen. Aber es scheint ja ganz offensichtlich ein Thema zu geben, über das nach wie vor das größte Tuch des Hüllens gelegt wird. Das ist Homosexualität zum Beispiel im Fußball. Ist das immer noch etwas, ohne da jetzt die ganz große Kiste aufzumachen, aber ist das zum Beispiel so ein Thema, wo jeder Journalist sich gemeinerweise die Finger nach lecken würde, wenn er da mal ein Leak mitbekommt? Weil es dieses vermeintliche Tabuthema für eine komplette Sportart ist? Ich weiß gar nicht, würde sich jeder, ja?
Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube es nicht, nee, ich glaube es nicht. Es ist nur, wie du schon sagst, natürlich schade, ne, dass wir an dem Punkt immer noch sind. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt zwar im Moment keine Zuschauer im Stadion, wir alle stellen uns immer nur vor, wie ist das dann, ne? Wenn du dann einen Fehler machst vielleicht oder derjenige einen Fehler macht und das ist dann bekannt, ob ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus für denjenigen einfach. Ich finde da nichts Schlimmes dabei, grundsätzlich, das ich glaube du auch nicht, aber nee, gehört einfach zu unserer Gesellschaft. Ich meine, hier passt nicht rein, aber ich glaube nicht, dass das Verständnis dafür so groß bisher ist oder die Aufklärung, wie auch immer du das nennen willst, dass das dem Spieler gut tun würde. Hat sich das seit deiner aktiven Karriere verändert, dieses Thema generell, also was schamhafte Themen in, also unter Kollegen angeht und unter Mitspielern? Was meinst du da genau? So im Sinne von, dass es heute eigentlich viel salonfähiger ist, schon viel, viel mehr von sich auch preiszugeben, als es meinetwegen zu eurer Zeit gewesen ist. Nee, ich glaube, das ist echt. Also wenn ich mal meinen Kumpel Mario Basler höre und so weiter, der immer noch sagt, ich habe nie trainiert, ne? Ja. Oder ich bin erst um 4 zum Training nach Hause gekommen und dann zum Training gegangen und so weiter und so. Da stimmt einiges von, nicht alles natürlich, er kokettiert auch ein bisschen damit, übertreibt vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube aber, dass in der heutigen Zeit das noch schwieriger ist, wenn du das jemandem sagst. Glaubst du es heute? Wenn jemand so offen das sagen würde, das meine ich jetzt. Ah, okay. Thomas, abschließend, es gab ja trotzdem noch eine große Schlagzeile über dich, die wirklich Tage und Wochen lang vorherrschte. Das war das Phantomtor in Nürnberg oder gegen Nürnberg. Das war, glaube ich. Deswegen hast du Tore auch eingeladen. Deswegen haben wir unseren Mitarbeiter Tore auch eingeladen. Ja, ist mir schon klar. Liebe Grüße. Ja, der lacht sich kaputt da hinten. Zu Recht. Das wäre sowas, also ich hab mich jetzt in der Vorbereitung wieder gefragt. Mhm. Ich glaube, ich weiß sogar noch, es waren die grün-gelben Trikots, die ihr getragen habt im Spiel, glaube ich, bei Bayern München. Nee, Gott sei Dank nicht. War es nicht? Das war Festenberg Kreuz, wo du meinst, dass wir ein Pokal rausgefahren sind. Ah, okay, gut. Aber mit denen habe ich, glaube ich, kein Spiel gewonnen, mit den Trikots. Wie war denn dieses Phantomtor möglich? Es ist mir bis heute schleierhaft. Man hat es ja in jeder Zeitlupe eigentlich gesehen. Du meinst, warum es gegeben wurde? Ja. Wenn ich das damals sofort gewusst hätte, hätte ich auch reagiert. Aber Hättest du? Das wäre nämlich meine Abschlussfrage geworden. Nein, da bleibe ich dabei. Das habe ich immer gesagt. Ich wusste, dass Andi Köpke hinter der Linie darum gelegen hat. Ich wusste, der Ball war zwischen meinen Beinen. Danach habe ich dann daneben gekickt. Das wusste ich auch. Aber ich wusste dann 10 Sekunden, 20 Sekunden, wie lange auch immer, nicht, was dann passiert ist. Dann kamen noch 2 Mitspieler auf mich zu, jubelten. Hast du denkst, gemacht? Nee. Ich habe nur so erstmal gestanden, soweit ich mich erinnere. Also, jeder hat ja seine eigene Erinnerung, logischerweise. Und die sind auf mich zu. Und dann habe ich weder mit dem Schiedsrichter gesprochen. Der Linienrichter ist auch sofort zur Mittellinie gegangen. Da war es zu spät, leider schon, leider. Wann war das? 94. Wäre heute nicht mehr möglich. Also es war die Konsequenzen natürlich auch echt, auch für den Club, sehr, sehr bitter waren. Es tut mir bis heute sehr, sehr leid. Manni Schwabel hat nur 11 Meter verschossen gegen Raimund. Genau. Also Raimund hat fast nie eingehalten, lieber Raimund, das weißt du. Torhüter von Bayern. Ja, Raimund Aumann. Manni Schwabel für den Club schießt den Elfmeter, das wäre es 2-2 gewesen, wenn er reinhaut. Dann wäre der Club, glaube ich, durch gewesen. So gab es ein Wiederholungsspiel, genau was du sagst. Ich damals natürlich froh, weil wir mit der Nationalmannschaft, ich weiß gar nicht, wo wir waren, im Oman oder so, aber ganz weit weg, als das Urteil rauskam, war ich natürlich, kannst du dir vorstellen, nicht erleichtert, aber ich war einfach froh, dass ich nicht in Deutschland war. Und das Wiederholungsspiel ging dann halt 5-0 aus. So, die Konsequenz war dann, Nürnberg ist abgestiegen und wir haben dann noch, glaube ich, gegen Schalke dann gewonnen oder was und sind Meister geworden. Also viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Nee, wirklich. Letzte Frage, Thomas. Ja, wenn du es dir heute aussuchen dürftest, nochmal deine Karriere zu machen, würdest du sagen, so wie damals, was den medialen Druck und die mediale Arbeit angeht, oder würdest du sagen, nee, heute ist es schon komfortabler, weil ich hätte viel mehr Möglichkeiten, mich auch selbst über Social Media zu äußern? Oder war das alles schon gut, so wie es gelaufen ist? Ich bin damit aufgewachsen. Also jetzt mit Social Media versuche ich mich immer ranzutasten. Aber merke ich, dass meine Kinder und meine Frau da viel weiter sind, logischerweise. Also ich habe aber auch zur damaligen Zeit meine Erfahrung gemacht. Ich wurde für den Spiegel interviewt. Das war bei der EM 96.
hatte mir damals Wolfgang Niersbach, der Pressesprecher war, gesagt, das kannst du ruhig machen. Ich weiß leider den Namen jetzt nicht mehr des Interviews, aber der hat gerade den Grimme-Preis gewonnen und so. Da kann ja gar nichts passieren. Und dann habe ich den Artikel nachher gelesen und da stand dann drin, wir haben auf so einem Nebenplatz trainiert. Ne? Also es war noch vor dem Turnier. Ich ich hatte eine lange Hose an. Eine lange Hose. Alle hatten fast alle hatten eine kurze Hose an. So, und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen und dann hat er das Training beobachtet und hat so gesehen, ah, der Helmer läuft immer als Letzter. Mhm. Ja, stimmt ungefähr. Also ich war immer in der hintersten Reihe und er hatte eine lange Hose an. Er war sich zu schade für alles. Und so. Ah, okay. Der Hintergrund war, auf dem Platz waren Scherben, ne? Also da lagen wirklich Glasscherben an verschiedenen Stellen. Deswegen habe ich mir im Nachhinein eine lange Hose an. Dann habe ich gesagt, derjenige hat den Grimme-Preis gewonnen und hat dann so, wirklich so einen Bericht auch in dieser Art geschrieben. Weißt du, der absolut unzutreffend war, obwohl ich mit ihm lange geredet habe. Er hat nicht verstanden oder hat mich ganz anders gesehen. Und so kann man auch da enttäuscht werden, genauso wie heute. Deswegen. Vielleicht war es der Sohn von dem Bildreporter von der Säbener Straße. Und nee, der war es nicht. Nee. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei Haus jetzt raus vorbeizuschauen. Sehr gerne. Jeden Dienstag eine neue Folge um 17.30 Uhr. Dann auch natürlich diese schöne Folge mit Thomas Helmer hier. Einfach Kanal abonnieren und sehr gerne auch einen Kommentar dalassen. Thomas, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich hoffe, dass wir dich noch weiterhin sehr viel im Fernsehen sehen werden, bei dem einen oder anderen Sportevent und gerne auch bei Eintracht Frankfurt mal vorsprechen. Die brauchen, glaube ich, auch immer jemanden, der viel Ahnung hat. Deswegen hast du wegen Bastian Schweinsteiger gefragt. Ich finde, du wärst. Ich kann das mit Schweini ja zusammen machen, vielleicht. Also, Schweini hört er nicht gern, mit Basti so zusammen machen. Ja, oder so. Also, cooler Verein auch. Sehr gut. Ja, danke schön. Ja. Ich glaube, besser kann sich für einen Frankfurter die Sendung nicht fügen, von Thomas Helmer zu hören, dass Frankfurt ein gar nicht so schlechter Verein ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Es war mir eine Freude. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Ah, danke schön. Ja, du. Also. So, Tore, jetzt komm mal her.